Ja, wir tun Magie skillen, das ist jetzt schon sicher. So, passt. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Das ist jetzt wichtig. Ja. So, im... Haben wir hier... Hier haben wir keinen irgendwie Teleportstein oder so. Nee, nee. Und man sieht auch die Dings nicht einmal. Man muss einfach den Weg entlang. Ist gut versteckt, der Turm eigentlich. Ja, komisch, wenn der angezeichnet wurde. Weil wir haben ja im letzten Part, war das? Ja, im letzten Part. Haben wir ja... unfern von diesem Orte einen schönen, nicen Turm entdeckt. Den hier. Und dort oben war eine Kiste, die wir noch nicht öffnen konnten. Allerdings können wir ja skillen. Und deswegen, meine lieben Leute, können wir jetzt die Truhe öffnen. Und ich hoffe, da ist was Besonderes drin. Bitte lasst da doch was Besonderes drin sein. Keine Ahnung. Ein feuchter Anus. Und jetzt flieg mit der... Da, 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 da. Gut, dass da keine unsichtbare Wand ist. So. Okay. Wo war das? War ja, das bei Ring? Ring des Diebes. Ring des Diebes, okay, Ring des Diebes. So. Sehr schön. Und jetzt kann man es klappen. Ich bin gespannt. Bist du auch gespannt? Ja, du bist auch gespannt. Das hat es nicht ganz richtig geholfen. Nee, rechts, rechts, kann ich nicht. Nee. Jetzt ist die Frage. Ja. Sehr schön. Das ist ja hier immer wieder gleich, aber vergiss es. Die Verschollene. Was ist das? Schaden, 55 kritische Treffer, Dings, der rechte Wert ist gleich wie unsere. Ah, sonst haben wir. Ja, sonst ist ganz okay. Warte. Ist das jetzt stark? Ich weiß jetzt gar nicht. Ach so, nee, warte, die Verschollene 55 und wir haben 45, das ist natürlich viel besser. Ja. Ja, stimmt. Oh, es ist ein Fisch. Hm? Es ist ein Fisch. Da, Fisch. Echt, echt geil. Alter. Ist ja fast sowas wie ein Easter Egg Escape, oder? Ja. Mhm. Eigentlich brauchst du jetzt nur mehr runterspringen ins Wasser. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt sowieso das hier erkunden. Das heißt, wir können uns gleich hierher importen. Stimmt, da wollen wir nicht noch den Strand zu Ende erkunden. Ja, aber ich glaube, wir sind hier... Wir können aber auch gleich da hier anfangen, wäre doch gescheit. Stimmt, ja. Ich habe jetzt vergessen, dass es den Weg gibt. Obwohl, für uns sind ja theoretisch sogar alle Wege geöffnet, weil wir haben den Papagei, wenn es hart auf hart kommt. Ja, hier Mendoza. Der bleibt einfach dort stehen, denkt sich so, ja... Kein Bock. Ah ja, und wenn er sich fragt, ja, wir haben jetzt auf einmal... 60 FPS Folgen. Ach ja, stimmt. Juhu. Es ist so flüssig, ich habe noch kein einziges 60 FPS Video gesehen. Erinnere mich daran, dass ich dich jetzt was fragen muss. Ja. Wird ja jetzt die letzte Folge dann sein. Wahrscheinlich. Ja. Was war da denn so? Nö. I don't believe, but we can look. Nur ein ziemlich unscharfer Stern. Also ein wirklich unscharfer Stern. Ja, die Grafik ist halt schon ein Defizit. So ist das. Design An super. An diesem Platz messen sich nur die Stärksten. Oh. Und woher willst du das wissen? Was ist das? Hier gibt es kaum Deckung. Schlechte Karten für Feiglinge. Okay, hier gibt es ziemlich viele Viecher. Du könntest alle zusammentreiben und alle auf einmal töten. Das machen wir als Extra-Challenge. Sonst wird's mir aber nämlich alle. Renn einfach mal durch. So. Ja, bitte. Alter, Mendoza, kannst du nicht einmal einen sinnvollen... Da. Boah. Mendoza kann auch... Nee, nicht auf den. Auf den Snapper. Du kannst hier auf beide gehen. Theoretisch. Du kannst Fingerfertigkeit steigern. Aber wir warten noch auf Magie. Aber der braucht so extrem lang zum Schlagen, der Mendoza. Ernsthaft. Der Typ ist manchmal eine Qual. So. Wieder runtergerollt ist, gell? Und so ein Sound gekommen ist. Das Ding hat aber auch was, gell? Hm? Das Ding hat aber auch was, gell? Der ja. Drachensniper. Den hab ich eh geplündert. Ach so. Warte. Ach so. Schauen wir mal hier. Ja, gehen wir so. Hier ist meine Schädelblüte. Geh einfach alles ab, ist doch was. Ja, komm. Ihr kleinen Drachenschnappis.
Komm her. Ich finde aber, ich finde den Teil da irgendwie geil. So den was? Dieses Bereich da. Ja. Ist ein nicer Bereich. Junge, ernst. Da will ich mal. Der Architekt war jetzt gerade so nice. So richtig. So richtig nice. Ah, Tor. Ah, ja, wir haben ja noch immer den. Ja, okay, wir brauchen ja nicht dabei. Brauchen wir mal. Wir können ja momentan auf der Truhe bleiben. Bescheid, so. Bin ich eigentlich dumm? So. Sag mal. Warte, so. Jetzt wieder zurück wahrscheinlich. Sag dich her. So, irgendwas. Schiffsflinte hat auch immerhin Schaden 50. Und das so hat, ja. Ja, Standardzeug halt. Oh, da haben wir ein kleines Rino. Warte, wo schauen wir da, zu uns? Da, so rechts. Ja, okay. Immer an der Wand entlang. Immer an der Wand entlang. Oh. Und da folge deiner Nase entlang. Hier sind wirklich viele Viecher. Finde ich hier cool. Ja. Dann kriegen wir schnell Ruhmpunkte. Ja, genau. Mhm, genau dahin sollst du hinschießen. Genau, namenloser Held. Dessen Namen ich vergessen habe. Oh, verdammt, er hat ja gar keinen Namen. Alter, geil. Ich freue mich so auf die Easter Eggs auf diesem Planeten. Ah. Planeten? Ja, so, eigentlich schon auf diesem ich bleib ganzen Planeten. Ich bleibe mal hier unterhalb. Aber auf dieser Insel auch. Ja, jetzt gehst du eh mal das da ab und dann rechts gehst du da. Hey, hier guck mal. Soll ich das Glas und auch gleich dazu nehmen? Nee, ja, der ist so schön friedlich. Ich hab die Ruhmpunkte. Ja, töten werde ich ihn eher, aber. Einzel. Ja. Weil es wird zwar dadurch nicht schwer, aber. Weil siehst du, wenn dann noch so ein Spacko dazukommt, der sowieso nur im Scheiß ist. Wieso habe ich jetzt eine WhatsApp-Nachricht? So, erstmal was fressen. Jetzt nicht WhatsApp plündern. Ja, tu mal du plündern. Oh. Ja. Der Nati hat gefragt, was der Lieblingsassassine. Huch. Der Lieblingsassassine von jedem ist. In der WhatsApp-Gruppe. Connor. Er hat auch Connor gesagt. Danach kommt Ezio. Dann kommt der Arno. Anus. Dann Anus, dann und dann kommt Edward. Achso, ja, Edward und dann Altair. Weil Altair finde ich echt fett und sympathisch irgendwie. Was so ein richtiges Asshole. Oh. Wenn so voll gebutsmackt. Okay, schauen wir nochmal. Jetzt da runter musst jetzt noch. Ja. Da unten waren auch noch welche. Welche. Ich finde, das ist einfach das Coole. Andere hätten da einfach eine flache Ebene gemacht. Die nicht, die haben das so. Ja, cool, geil! Einfach geil gemacht! Die haben das gemacht, was man halt so kennt. Und schau, das lässt einen fast über die schlechte Grafik vergessen. Fast. Das Level-Design ist einfach so extrem. Ja. Mit Donkey Kong Country Tropical Freeze das beste Level-Design vom Jahr, sozusagen. Weil bei... Gibt es ja gerade die Sonne. DK ist es natürlich. Ja. Bei DK. Huch, da sind ja auch noch Viecher. Ja, und dann immer so weit rennen muss, weil die Spinnen so weit wegfliegen. Das ist echt, das ist so aufwendig. Also echt, also. So. Unten waren wir schon. Ist hier noch was? Ja. Altes Wissen, cool. Was bringt dann nochmal altes Wissen? Ich weiß nicht, wir können es ja nicht lesen. Ah, tja. Pech gehabt, würde ich mal sagen. Mhm. So, jetzt haben wir das hier unten auch geklärt, das würde ich sagen. Jetzt gehen wir noch runter zum ja, Strand. Verdammti! Verdammt, du musst dir deinen Arm amputieren? Ja. Ja. Oh, da sind wir noch schön den Lavastrom. Ja. Ach, ich mag's einfach. Es ist nice. Da haben wir noch ein Feuer. Was hat das zu bedeuten? Da unten ist auch noch ein Jaguar. Ein Jaguar-Lux.
Jaguar, nein, Puma und nicht so Lux. Was ist es? Sehen wir es noch in diesem Part? Hallo, ein Scavenger. Hallo. Naja, diesen Weg sind wir schon mal gegangen. Er ist tatsächlich ein Lux. Ich hatte recht, ich bin so toll. Eigentlich nicht. Toll sind wir nur, wenn wir das ganze Let's Play noch ohne weiteren Death, da ist noch ein Lux, schaffen. Naja, manchmal werden wir Spaß nach oben bringen. Und sonst ist das Spiel jetzt nicht ganz schwer. Du uns kennst, ja. Warte, waren wir hier noch? Ja, also den Weg sind wir schon mal gegangen durchs Jagen. Achso. Und hier haben wir die ganze Spinnen geplündert. Hier haben wir die ganze Spinnen. Hier haben wir die ganze Spinnen. Ja, ja. Aber jetzt gehen wir nochmal zum Strand runter. Ja. Und den Weg halt da rechts rauf. Den da noch. Ja. Haben wir den jetzt mit 10? Weil das geht sich noch aus. Huch! Hier ist jetzt so ein Luxlager. Family. Ein Luxlager. We are family. Luxlager. Jetzt nicht mehr, denn jetzt sind wir tot. Alle umgebracht. Everything is awesome. Everything is cool. Hast du dir eigentlich den Film angesehen? Was? Den Lego Movie Film. Nein. No. Ich auch nicht. Aber kennen tut uns halt. Ja, einer von meiner Klasse singt das dauernd und oh er Gott. Feiert den Film extrem. Oh Gott. Weil er anscheinend so witzig ist. Also es kann schon sein, dass er wirklich witzig ist. Ja, aber wo? Ja. Ich weiß nicht. Hier da unten sind die Gegner. Sind da unten Gegner? Nee, ich hab nur geraten. Hey, da unten sind Gegner. Da sind doch gar keine Gegner. Da unten sind Gegner. Das ist genau der Teil, wo wir noch nicht waren. Ja. Da sind wir stehen geblieben letztes Mal da. Ja, so. Genau, da sind wir stehen geblieben. Hallo, Varan. Ich werde dir deine Anus penetrieren. Varanige Anuspenetration. Klingt das nicht schön? Klingt so wie ein neues Buch von der Autorin von 50 Shades of Grey oder so. 50 Shades of Anus. 50 Shades of Anus. Glaube ich auch. Oh, ich hab erst nicht. So was von tot bist du. Oh, wie süß, tot. Oh, da drüben sind noch Rama. Rama. Ich glaube, da drüben war noch eine Muschel. Nö. Hashtag unnötig. Hashtag unnötig. Okay. Die ganze Zeit. Hallo. Hier. Yeah. Kriegst du mal fertig. Sowas von unten durch. Hast du verstanden? Unten durch. Also vollkommen daneben. Also, ich charge an, was ich will. Den Stein. Oh mein Gott, der hat mich getroffen. Ich finde aber die Kampfmusik auf der Insel ziemlich geil. Ja, die ist ziemlich geil. What the hell? That is Boss Double Fight Crystal. Das geht schon. Iron in the ending of this part. Dum da dum 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 da da da. Könntest du dich bitte einfach um den anderen kümmern? Weil es ist schon gescheit, wenn man sich auf auch teilt und so. Wie dann der andere zu aufhören zu dir kommt. Ich finde den so extremst geil. Das ist der Beste. Hast du recht, das war's dann wohl. Für diese Aufnahme, für diese Folge. Warte, ich schau nochmal nach hinten. Nicht. Ernsthaft, einsam Teufel. Episches Ende. Und man sieht nochmal die Leiche des Morgios. Haha, Penetration, Tschüssikowski. Ciao, mit V. Penetration.